Okay, hi. Wie geht's? Setzen Sie sich. Okay, Mr. Bennett von der Deutschen Bank. Worum geht es? Hier bitte. Für Sie. Du stehst im Weg. Entschuldigung. Mit wie vielen Leuten haben Sie über diesen Trade geredet? Einigen. Es besteht definitiv Interesse. Nein. Mein Boss wirft mich hochkant raus. Es reicht. Sie verrückt, Jared. Das wird nicht passieren. Was für ein Schwachsinn. Und deswegen reden Sie mit uns, obwohl Sie sich verwählt haben. Klingt nach großem Interesse. Also gut. Ein paar haben uns eingeladen, nur um sich dann lustig zu machen. Sie auch? Nein. Geht es hier darum? Nein, geht es nicht. Es ist einfach Marks Art. Also, was haben Sie? Tut mir leid. Riechen Sie das? Was ist das? Was? Was riecht da? Ihr Rasierwasser? Nein. Die Premium-Chance. Nein, Geld. Oh, okay. Ich rieche Geld. Okay. Chris? Verdammt nochmal. Entschuldigung. Das ist eine durchschnittliche Hypothekenanleihe. Okay? Eine simple, einfache Sache. Es gab tausende von AAA-Hypotheken, die gebündelt wurden, für die die US-Regierung die Garantie übernahm. Die von heute sind anders. Die sind privat und bestehen aus Schichten von Tranchen. Die oberste Stufe AAA wird zuerst ausgezahlt, die am geringsten bewertete B wird zuletzt ausgezahlt, fällt aber zuerst aus. Natürlich kann man mehr Geld verdienen, wenn man die Bs kauft. Aber es ist eben etwas riskant. Manchmal fallen sie aus. Chris. Im Laufe der Zeit entwickelten sich diese Bs und Double Bs von etwas riskant zu Hundescheiße. Wo ist der Mülleimer? Steht hinter Ihnen. Ich rede von FICO-Scores auf tiefstem Niveau. Kein Einkommensnachweis. Variable Zinsraten. Hundescheiße. Die Ausfallquote ist bereits von 1% auf 4% gestiegen, Freunde. Wenn sie auf 8 steigt, und das wird sie, dann gehen eine Menge von diesen Triple Bs auch den Bach runter. Und das, nicht so nah ran, ist die Premium-Chance. Gut, Sie sagen, die Anleihen sind bei 8% wertlos und dass sie bereits bei 4% sind? Ganz genau. Wenn sie auf 8 steigen, haben wir Armageddon. Ja, richtig. Und wieso spricht niemand darüber? Haben Sie auch alles richtig berechnet? Sehen Sie ihn sich an. Das ist mein Quant. Ihr was? Mein Quantitativer. Mein Mathe-Spezialist. Sehen Sie ihn an. Fällt Ihnen da nichts auf? Sehen Sie sein Gesicht? Ganz schön rassistisch. Sehen Sie sich die Augen an. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Sein Name ist Yang. Er hat den nationalen Mathematikwettbewerb gewonnen. In China. Er spricht nicht mal unsere Sprache. Ja, die Berechnung stimmt. Eigentlich ist mein Name Zhang und ich spreche Ihre Sprache. Jared sagt gern das Gegenteil, weil er glaubt, ich wirke damit authentischer. Und ich war Zweiter im nationalen Mathematikwettbewerb. Also, Sie bieten uns eine Chance, diese Blöcke leer zu verkaufen. Wie? Mit etwas, das man Credit Default Swap nennt. Das ist wie eine Versicherung auf die Anleihe und geht sie pleite, dann können Sie einen Gewinn von 10, sogar 20 zu 1 einstreichen. Und die sind schon dabei, pleite zu gehen. 10 zu 1, 20 zu 1, niemals. Und niemand achtet darauf. Niemand, kein Mensch, achtet darauf. Weil die Banken zu beschäftigt sind, unverschämt hohe Gebühren zu kassieren, wenn sie diese Anleihen verkaufen. Augenblick mal, Sie sind die Bank. Ich meine, Sie arbeiten für die Bank. Ihre Margen sind sicher ganz schön fett. Reden wir nicht über meine Margen, die nebenbei ziemlich fett sind. Schickes Hemd, gibt's das auch für Männer? Sind Sie nicht die Bank? Ich arbeite für die Bank. Ich denke nicht wie die Bank. Völlig egal, ob die Bank groß oder klein ist, ich will Geld verdienen. Verstehen Sie? Lassen Sie es mich so ausdrücken. Ich stehe vor einem brennenden Haus und biete Ihnen eine Feuerversicherung dafür an. Wenn die zugrunde liegenden Anleihen so mies wären, wären Sie da nicht illegal? Niemand weiß, was in Ihnen steckt. Niemand weiß, was in den Anleihen steckt. Ich habe welche gesehen, die sind zu 65% mit AAA bewertet. Und die bestehen, das weiß ich zweifelsfrei, zu 95% aus Subprime-Scheiß. Das FICO-Rating unter 550. Leck mich doch am Arsch. Warten Sie, es kommt noch besser. Wenn eine Anleihe so riskant ist, dass sie keiner kauft, was machen wir damit? Raten Sie. Keine Ahnung, sagen Sie es mir. In Ordnung. Sie denken, wir würden sie einfach als Verlust abschreiben? Nein, wir verpacken sie neu, mit anderem Dreck, der sich nicht verkaufen lässt, und stecken sie in ein CDO. Ein CDO? Ja, ein CDO. Was ist das? Wir nehmen die Bs, Double Bs und Triple Bs, die sich nicht verkauft haben, und stapeln sie aufeinander. Und wenn der Haufen groß genug ist, wird das Ganze auf einmal für diversifiziert erklärt. Und dann geben die Huren bei den Ratingagenturen ein 92-93% AAA-Rating, ohne Fragen zu stellen. Sagen Sie das nochmal. Eine Collateralized Debt Obligation.
Es ist wichtig, das zu verstehen, denn dadurch wurde aus einer Krise am Häusermarkt eine nationale Wirtschaftskatastrophe. Hier ist der weltbekannte Chefkoch Anthony Bourdain. Er wird es Ihnen erklären. Ich bin Koch, es ist Sonntagnachmittag und ich erstelle das Menü für ein großes Restaurant. Ich habe meinen Fisch am Freitag bestellt. Er ist die Hypothekenanleihe, gegen die Michael Burry wettet. Aber ein Teil des frischen Fisches verkauft sich nicht. Vielleicht, weil gerade rausgekommen ist, dass der Heilbutt so intelligent wie ein Delfin ist. Also, was mache ich jetzt? Soll ich den ganzen unverkauften Fisch, die Triple-B-Stufe meiner Anleihe, in den Müll werfen und Geld verlieren? Niemals. Ich bin ein gerissener Koch von zweifelhafter Moral. Ich mache aus den minderwertigen Teilen der Anleihe, die sich nicht verhökern lassen, einen Fischeintopf. Alles klar? Das ist ja kein alter Fisch. Das ist ganz was Neues. Und das Beste daran ist, die Leute essen 3 Tage alten Heilbutt. Das ist ein CDO. Ich muss einfach wissen, wie diese Anleihen überhaupt zusammengestellt sind. Irgendwie sind sie sowas wie ein kleiner Forscher und sie sind der erste Mensch, der das herausgefunden hat. Sekunde. Also, Hypothekenanleihen sind Hundescheiße. CDOs sind Hundescheiße eingewickelt in Katzenscheiße. Ja, ganz richtig. Okay. Die Institute behandeln diese CDOs, als wären sie so solide wie Schatzanleihen. Dabei gehen sie auf null. Nein, das kann nicht stimmen. Es sind allein im letzten Jahr Hypothekenanleihen für 500 Milliarden verkauft worden. Die Ratingagenturen, die Banken, die bescheuerte Regierung. Sie wollen sagen, dass die alle am Steuer eingeschlafen sind? Ja. Meine ganze Abteilung macht bei diesem Irrsinn mit. Sie nennen mich Hasenfuß. Sie nennen mich Bubble Boy. Die A's, null. Die B's, null. Die Double B's, null. Die Triple B's, null. Und dann wird das passieren. Was ist das? Der amerikanische Häusermarkt. Danke. Spitzenmäßig, Jared. Halt deinen verdammten Mund.